Katharina Schulze hat zusammen mit Cem Özdemir schon den Wahlkampf für die Landtagswahlen in Bayern eingeläutet und dabei eine Rede in einem Bierzelt, nennen wir es mal, halten wollen. Doch das ging im Jahr 23 nicht so gut aus, wie sich das Frau Katharina Schulze vorgestellt hat. Hören wir einfach mal direkt rein, bevor es hier an die Analyse geht und so ein bisschen auch um die Ergründung dessen, warum es sein könnte, dass Frau Schulze hier so massiv ausgebuht wurde vom Publikum. Aber ich will das Ganze euch natürlich nicht vorenthalten. Hören wir uns das Ganze mal an. So, das waren so die Töne und O-Töne, die man dann so während dieser Rede gehört hat. Hinterher hat sich Katharina Schulze nochmal geäußert dazu in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Hören wir doch einfach mal kurz da rein, weil ja während dieser Rede sogar die Polizei dann im Einsatz war zwischen dem Publikum und zwischen ihr, obwohl zu keiner Zeit in irgendeiner Art und Weise dort absehbar oder anzunehmen war, dass dort irgendwie eine Gewalt oder so ausgeht. Aber hören wir doch mal kurz Ihre Analyse an, bevor ich dann was dazu sage. Glaube ich, muss uns als Demokratinnen und Demokraten alle besorgen. Und ich habe ja schon öfters im Bierzelt mal gesprochen, aber so eine Stimmung und vor allem auch so ein massiver Polizeischutz habe ich noch nie erlebt. Die Polizei teilt auf PR-Anfrage mit, dass es weder eine Sicherheitsstörung noch eine Gefahr für die Veranstalter gegeben habe. Es lägen auch keine Anzeigen vor. Das Innenministerium wollte sich heute nicht äußern. Also, an dieser Stelle schon mal klar, ne? Da gab es jetzt niemanden, der in irgendeiner Art und Weise wirklich irgendwas Gefährliches irgendwie vorhatte. Aber ich würde dann halt doch auch mal an Frau Schulze sagen, dass auch das Auspfeifen ein ganz normaler demokratischer Akt der Meinungsäußerung ist und dass man auch in einer Demokratie nicht gezwungen werden kann, alles gut zu finden oder immer in den Austausch gehen zu müssen. Ja, das ist genauso, wie es ja auch Teil der Demokratie beispielsweise ist, auf sein Wahlrecht zu verzichten und beispielsweise zu sagen, hey, ich kann mit keinerlei Partei was anfangen, ich bleibe zu Hause, ich gehe nicht wählen. Ich finde das nicht gut. Ja, viele andere Leute würden sagen, es ist sogar gefährlich, wenn man nicht wählen geht und so. Aber ich finde, genau auch sowas muss beispielsweise die Demokratie aushalten. Und genauso muss man es auch als Politiker aushalten, dass man eben ausgebuht wird und dass die Leute halt nicht mit einem sprechen wollen. Und dass man dann gleich schon wieder das jetzt in diesen Demokratiekontext setzt, so nach dem Motto, jeder, der mich jetzt irgendwie auspfeift oder jeder, der nicht mit mir reden will, ist automatisch ein Demokratiefeind. Das ist halt eben genau das, genau schon wieder dieses Horn, in das geblasen wird, was eben meiner Meinung nach auch ein Teil der Ursache dessen ist, warum es zu solchen Reaktionen überhaupt kommt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel noch so ein paar Sachen anschaue und anhöre, die Katharina Schulze in der Vergangenheit beispielsweise geäußert hat, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das etwas ist, was ein entgegenkommendes Verhalten von anderen Menschen ermöglicht, sondern dass ich eher sagen würde, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Schauen wir einfach mal hier ganz kurz mit rein. Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten. So, also diese Art von Diffamierung und Pauschalisierung beispielsweise hinsichtlich
Männern, die beispielsweise etwas älter und dann auch noch weiß sind, weiß ich nicht, ob das dann die Art von einladender Demokratiediskussion ist, die dazu führt, dass Leute, vor allem wenn sie vielleicht schon ein oder zwei Bierchen getrunken haben, in Bayern in einem Bierzelt im Jahr 2023 nach diesen 2 Jahren jetzt fast schon der Ampelkoalition und der Regierung, wo ja ein politischer Fauxpas, ein politisches Fettnäpfchen, ein politischer Fehler wirklich aneinandergereiht wurde und die vorzuweisende Erfolgsbilanz dieser Regierung äußerst klein ausfällt, wo man auch immer wieder, wenn man jetzt zum Beispiel mal besonders das Bundesland Bayern betrifft oder berücksichtigt, immer wieder auch erkannt hat, dass gerade eben jene Politik, die von vielen grünen Politikern und so vertreten wird, eben nicht gut dort ankommt, dann finde ich, ist das zwar auch jetzt keine Reaktion, die ich mir wünschen würde, weil ich finde immer der sachlogische Inhalt und der Austausch finde ich immer gut, aber trotzdem kann ich das vollends sozusagen unterstützen oder beziehungsweise einfach verstehen, dass man mittlerweile einfach sagt, wisst ihr seid es doch die, die uns von Anfang an immer ausschließen, die uns von Anfang an immer, nur weil wir eine andere Auffassung haben, nur weil wir diese Art von beispielsweise Heizungspolitik oder beispielsweise Genderpolitik und so weiter nicht mittragen wollen, die ihr uns immer gleich als alte weiße Männer, als misogyn bezeichnet, als irgendwie Leugner des Klimawandels und so, nur weil wir nicht in dem Maße gegen Kernkraft sind, wie ihr es beispielsweise seid. Und wenn man sich von Anfang an eben dann auch so ausgeschlossen fühlt, wenn man den Eindruck hat, das ist eher eine Partei, die irgendwie vielleicht für die Besserverdiener irgendwie gemacht ist, aber nicht für uns. Und wenn dann zusätzlich dazu eben auch noch eben jene Diffamierungen und so weiter in der Vergangenheit gekommen sind, dann ist das schlicht irgendwann auch einfach nur noch nachvollziehbar. Und ich glaube, auch eine Katharina Schulze würde gut daran tun, diese Reaktion des Publikums jetzt nicht irgendwie wieder umzudrehen und in eine Art Opferrolle zu verfallen oder zu versuchen, das jetzt irgendwie politisch als Kapital für sich zu nutzen im Wahlkampf und zu sagen, seht ihr, sie wollen und mich klein halten und sie wollen die Demokratie zerstören und sie wollen nicht mit mir reden und so weiter, sondern ich glaube, es wäre besser, wenn sie mal ganz tief in sich gehen würde, zum Beispiel auch mal sich entschuldigen würde für solche Äußerungen, die sie halt in so einem Video hier gesagt hat und dann vielleicht auch die Reaktion der anderen Menschen, die sie vielleicht noch im Wahlkampf auch ihr gegenüberstellen und so weiter, hätten eben vielleicht auch anders ausfallen wird. Man weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, ein Politiker hat nicht das Recht, dass jeder Bürger mit ihm spricht, wenn er das nicht will, sondern die Bürger, die können auch ihr Recht auf Auspfeifen nutzen. Und ob man das nun gut findet oder nicht, es ist Teil der Demokratie. Deal with it.